Morgen. Ich liebe Thorsten Sträter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe ihn. Und dann bin ich die Tage über einen Ausschnitt aus seiner Akte Wix gestolpert. Da regt er sich über die Aussage auf, dass man immer seine Komfortzone verlassen soll. Was das für eine dämliche Idee sei, weil die Komfortzone ist ja so schön. Warum soll man da raus? Und da hat er recht. Ich liebe meine Komfortzone auch. Also label ich das Ganze jetzt mal ein bisschen um. Keiner soll oder muss aus seiner Komfortzone raus. Keiner. Ich möchte es lieber als Einladung formulieren, sie zu dehnen, wenn man will. Ist immer schlecht, wenn man muss. Ja? Weil dann wird es oft extrem stressig. Deshalb bin ich bin eben der Trainingsfan, dass man im Kleinen immer so ein bisschen dehnt, ja, damit man, wenn es mal ernst wird, schon weiß, wie sich das dann anfühlt. Also dieses Gefühl von Unsicherheit, von Überwindung, von innerer Abwehr. Das kenne ich auch. Und ich mag dieses Gefühl nicht. Gar nicht. Ich hatte diese Woche ein akutes Futterproblem mit meinen Pferden. Also eigentlich habe ich dieses Problem seit Monaten, denn unser Heulieferant, der wird immer unzuverlässiger. Der bringt spät Heu, wenn ich Futter nur noch für einen Tag habe, und dann bringt er wieder nur Futter für 4-5 Tage. Und dann hat das Heu halt oft auch noch eine schlechte Qualität. Und du kannst Pferden halt nichts anderes füttern. Heu, Heulage, das ist es. Du musst Heu haben. Und dieses Thema ist über die letzten Wochen zum Dauerstress geworden, der mich auch richtig belastet hat. Und diese Woche war es wieder soweit. Er wollte Montag oder Dienstag Heu bringen, hat er aber nicht. Am Mittwoch waren wir dann einkaufen, kommen zurück und so ein gut 300 Kilo Ballen steht in unserem Heulager. Sehe ich so von weitem. Ich denke, geil, super, endlich mal Futter für längere Zeit. Und dann gucke ich mir das so näher an und stelle fest, boah, das ist gar kein Heu. Das ist so dunkelbraun, teilweise schwarz und teilweise schimmelig. Das kann man nicht verfüttern. Ja, und jetzt stehen diese 300 Kilo da. Ich versuche, den Lieferanten zu erreichen und der geht nicht ans Telefon, der antwortet nicht auf WhatsApp, obwohl er sie sieht. Und dann habe ich einen anderen Nachbarn angerufen, der ein bisschen Englisch auch spricht, der auch Pferde hat, einen Franzosen, sagt immer, komm mal bitte rüber, Christian, guck dir das mal an. Und er kommt und wir gucken und googeln und dann stellen wir fest, das ist Luzerne. Luzerne kann man an Pferde verfüttern, aber nicht wie Heu. Das ist so wie Nutella auf dem Butterbrot. Wenig ist okay, viel macht krank. Und das heißt, mit diesem Riesenball Luzerne war mein Heuproblem auch wieder nicht gelöst. Und ich hatte noch so normales Futter für knapp 2 Tage. Vielleicht mal, dass ihr versteht, um welche Mengen es geht. Man rechnet 2 Kilo Heu pro 100 Kilo Pferd. Jack wiegt 850 Kilo, heißt, der braucht 19 Kilo Heu am Tag. Alle 4 Pferde zusammen brauchen pro Tag ungefähr 54 Kilo Heu. Ich hatte noch 70 Kilo, also auf Diät knapp 2 Tage. Das war eine Situation, in der ich mal wieder meine Komfortzone dehnen musste, weil ich jetzt echt Hilfe gebraucht habe. Und dann bin ich zu Claire in die Epicerie, das ist hier unser Tante-Emma-Laden, und habe gesagt, Claire, kannst du mir helfen, Bauern abzutelefonieren? Ich kenne hier keinen, ich brauche dich. Und es ist mein Glück, die war mal mit einem Engländer verheiratet, spricht super Englisch und ist einfach mega nett. Und für alle, die jetzt mal wieder so bashen wollen, wie kann man nach Frankreich ziehen, ohne genug Französisch zu können? Wisst ihr, wenn man immer wartet, bis man etwas richtig gut kann, hier Perfektionist im Ohr und so, ne, bevor man sich damit in die Welt traut oder etwas macht oder anfängt, dann macht man es sehr oft nicht. Und ich kann jetzt Französisch im Alltag genug, aber Telefonate mit Bauern führen, das ist dann doch für Fortgeschrittene. Vor allem war mir das Thema zu wichtig, nicht, dass ich die hinterher falsch verstehe oder die mich falsch verstehen. Aber das Ding ist, es fällt mir schon schwer, um Hilfe bitten zu müssen, bei etwas, das ich eigentlich selbst müsste regeln können. Das kollidiert mit meinem Selbstanspruch und ich dränge mich auch ungern auf. Und so empfinde ich das, wenn ich dann dazu Claire fahre und sage, oh, kannst du helfen, dass ich mich aufdränge. Aber ich hatte halt keine Wahl. Und so ist das ja bei vielen Menschen.
sie schaffen das, ihre Komfortzone zu dehnen, aber nur, wenn sie müssen. Und der Trick ist eigentlich, das auch zu machen, wenn man nicht muss, damit man so im Training ist. Und als ich dann am Donnerstag in der Epicerie saß, an der Bar, kamen so alte Herren rein, drei so um die 70, um einen Kaffee zu trinken. Und die haben sich dann so nett unterhalten, die haben mich auch mal so ein bisschen so angeguckt und ich saß da alleine und die da, während Claire halt auch immer wieder so Kunden im Laden bedient hat. Und dann, ich saß dann da so, ach, weiß nicht, 5 Minuten und habe so innerlich, oh, ich habe mit mir gekämpft. Von wegen Komfortzone. Und dann habe ich die angesprochen. Ich habe dann gesagt, du dehnst jetzt, Casey. Also ich habe mich, genauer gesagt, habe ich mich ins Gespräch gedrängt. Ich habe also Blickkontakt aufgenommen, gelächelt und dann habe ich losgeplappert, habe erzählt, wer ich bin, dass ich Deutsche bin, dass ich hier wohne, dass ich Französisch noch lerne, dass es das eine tolle Sprache ist, aber voll schwierig und sowas alles. Und dann habe ich gesagt, je de quatre chevaux, dass ich Pferde habe und dass ich auf der Suche nach Heu bin, Foin, Heu, ja. Und die haben mich angeguckt, so, hä, was will die? Und dann haben sie aber angefangen, darüber zu sprechen, wer denn hier Heu haben könnte, wen sie so kennen. Ja, und dann kam irgendwann Claire wieder dazu und dann wird so ein kleines Gespräch draus. In der Sache hat dieses Gespräch erstmal nichts gebracht, aber ich habe mich überwunden, aktiv Kontakt aufzunehmen. Und das ist das Wichtige gewesen. Das Heu hier übrigens, auf dem ich hier sitze, das haben wir dann über eine Bauern-Kleinanzeigen-Seite gefunden. Die Lieferung viel zu teuer. Aber ich habe jetzt Heu für gut 3 Wochen und es ist super Heu. Ich bin mega happy damit, wie es sein sollte. Und diese ganze Aktion verschafft mir jetzt Zeit. Was ich sagen will, Thorsten Sträter und seine Liebe zur Komfortzone, oh, die teile ich. Und die kann ich so nachvollziehen. Und ich hätte auch sehr gerne mehr Komfortzone in meinem Leben. Nur hin und wieder dehne ich sie eben auch ganz bewusst ein wenig, auch ohne Anlass, damit es mir, wenn es hart auf hart kommt, leichter fällt. Und auf diese Art und Weise wird sie halt immer größer und ich in meinem Leben Zug um Zug entspannter. Und Menschen, die sich nie in dieses psychische Stretching wagen, deren Komfortzone, die schrumpft über die Zeit. Die wird immer kleiner und kleiner und dann kommt die Angst. Und man verliert den Glauben an seine Selbstwirksamkeit. Und ich denke immer, so weit darf es nicht kommen, weil dann wird es wirklich schwierig. Ja, und das wollte ich euch erzählen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Gedanken zum Thema. Schreibt sie mir gern unten in die Kommentare. Im nächsten Podcast gehe ich darauf ein. Der kommt nicht jetzt die Woche, sondern danach, weil morgen geht es erstmal wieder für einen Job nach Deutschland. Ich bin ein paar Tage von Montag bis Freitag unterwegs. Wer sich dafür interessiert, was ich außerhalb der Videos treibe, der folge mir gerne auf Instagram. Und ansonsten gilt, wer jetzt sagt, oh, ich muss mit der Casey über das Stretching meiner Komfortzone reden, auf meiner Website findet ihr alle Infos zu meinem Coaching-Angebot. So viel für heute. Ich genieße jetzt diesen wunderbaren Sonntag mit Sonne und hoffe, ihr habt auch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, à tout à l'heure oder habe ich jetzt gelernt, à plus.